Hallo zusammen, herzlich willkommen zu einem weiteren kurzen Video zu Selenium heute. Und zwar geht es um die Browser History. Es gibt ein paar Befehle, die vielleicht sehr interessant sind. Und zwar könnte man jetzt hier natürlich nach driver.get Google einfach driver.get ein paar andere Seiten machen. Zum Beispiel einmal YouTube und was haben wir noch? Nochmal Google und nochmal YouTube. So, easy. Was wir jetzt also bekommen, ist folgendes Szenario. Wir wählen Google an, wir wählen YouTube an, bis es fertig geladen ist. Das geht relativ schnell, achtet aber immer darauf, dass euer Driver immer wartet mit dem nächsten Befehl, Entschuldigung, bis dieser Befehl hier ausgeführt ist. Was jetzt allerdings natürlich wichtig werden kann, ich mache jetzt mal nur zwei rein, ist, wir wollen vielleicht vorwärts und zurück laufen. Das ist in dem Fall sehr, sehr wichtig, wenn wir irgendwelche, nehmen wir einfach mal als Beispiel meine Bank. Wenn ich bei meiner Bank irgendwie vorwärts oder zurück verwende, dann meckern die immer rum, weil ich soll das nicht machen, weil ja irgendwas mit denen nicht ganz so sein soll, wie man es eben so bedient. Also man soll vorwärts und zurück eben nicht verwenden, was eigentlich ein bisschen schade ist, weil für was gibt es diese Buttons? Also ich möchte ja forward und backward oder vorwärts und zurück in meinem Browser auch benutzen. Und dazu, um das zu testen, braucht man natürlich auch irgendwelche Funktionalität. Und dazu gibt es driver.back, um nach hinten zu laufen. Und ich zeige es euch ganz kurz mal. Also wir landen Google, YouTube und dann wieder Google, weil wir natürlich einfach zurückgehen. Damit kann man auch zum Beispiel Sessions überprüfen und so weiter und so fort. Und wenn wir wieder nach vorne gehen wollen, dann nutzen wir einfach driver.forward. Ups, forward. So. Ja, und eigentlich relativ simpel, also wir gucken es uns mal ganz kurz an, wir gehen zurück, wir gehen wieder nach vorne. Alles, was ich euch heute zeigen wollte, ich weiß, ein unglaublich kurzes Video, aber ich finde es trotzdem sehr, sehr wichtig. Deswegen, ja, wichtige Sache hier und wir hören uns wieder beim nächsten Mal. Bis dann, ciao.